Köfferchen. So eine kleine Offroad-Straße. Ja, was soll ich sagen? Jetzt sitzen wir hier in einer überteuerten Tankstelle und warten auf einen Mechaniker. Hier nebenan ist eine Werkstatt. Wir hoffen, dass die uns weiterhelfen können. Die haben gerade geschlossen und öffnen erst um 15 Uhr. Jetzt warten wir hier, bis jemand kommt. Ja, gerade habe ich noch gefilmt, wie mein Mann die Kühlflüssigkeit in den Kühltank reingießt. Der hat natürlich alles, 3 Liter waren noch drin, alles reingeschüttelt. Und das ist unten drunter rausgelaufen. Es haben ein paar nette Leute angehalten und haben uns gesagt, dass der Schlauch kaputt ist. Höchstwahrscheinlich sind wir irgendwo über die Steine gefahren und da ist ein kleiner Loch entstanden durch einen Steinschlag. Und durch die Hitze ist es größer geworden und ja, da fließt jetzt die ganze Kühlflüssigkeit raus. Und jetzt hoffen wir, dass es hier irgendwie repariert oder ausgetauscht werden kann. Ansonsten müssen wir heute Nacht auf einer Tankstelle schlafen, beziehungsweise ja, an einer Werkstatt. Was hast du bekommen? Den da. Oh, wie süß. Ich wollte den da oder den. Ja, was für ein Zufall. Mindestens etwas Gutes, gell, Anna? Ja, ich glaube, das hatte ich schon mal. Das ist sowas Schaumartiges. Kaffeeschaum. Kaltes Kaffeeschaum. Oh, wie süß. Zeig mal, was hast du da bekommen. Lecker. Aber zum Glück, ich habe mich schon geachtet. Guck dir. Oder? Stimmt das? Ja, was für ein Glück. Wir wollten gerade Mittagspause machen. Wir haben angehalten und Mauro hat es einfach durch Zufall kontrolliert. Motorhaube auf und ja, hat gesehen, dass der Kühltank komplett leer ist. Ich bitte noch ein. 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 Mauro telefoniert gerade mit seinem Bruder. Der arbeitet in einer Werkstatt hier in Italien, allerdings in Mailand. Bis Mailand schaffen wir natürlich nicht. Der will jetzt einfach wissen, was so ein Teil kostet, was wir austauschen und reparieren müssen. Ich bin nur gespannt, wie lange es dauert und wann wir weiterfahren können. Die waren total nett, die Leute, die uns geholfen haben. Oder Anna? Und dann gesagt, komm, ich mach immer lang, genau fahren für die Kleinen. Ja, die haben sogar gefragt, ob wir bei denen im Auto warten können mit der Klimaanlage. Ganz lieb, ne? Ganz lieb, ja. So, wir müssen jetzt Wasser nachfüllen, alle paar Kilometer, und weiterfahren. Weil in dieser Werkstatt haben die keine Möglichkeit, uns zu helfen, also derzeit nicht. Deshalb müssen wir jetzt mit Wasser weiterfahren. Sorge gemacht. Denkst du, das bringt nichts?
Wir haben uns mit Wasser eingedeckt, damit wir Wasser nachfüllen können. In dieser Werkstatt konnten die uns leider nicht helfen. Jetzt müssen wir zu der nächsten Werkstatt fahren. Schneckentempo kommen wir nicht voran. Wir müssen alle 5 Kilometer jetzt anhalten und Wasser nachfüllen. Oh Mann, sieht so aus, dass wir hier übernachten müssen. Wir sind gerade jetzt in der dritten Werkstatt und die können uns auch nicht helfen. Und so können wir nicht weiterfahren, weil alle 5 Kilometer müssen wir Wasser nachfüllen. So kommen wir wirklich nicht weit. Ich weiß. Ganz rüber. Oh, O sole mio, ein Brandate, ein Brandate. Und nochmal Wasser nachfüllen. Ja, das Problem ist, dass hier in Italien jetzt Feiertage sind. Es ist ein großer Fest und alle schließen. Wir haben heute Freitag und keine Werkstatt nimmt uns auf, weil ab Montag sind die alle zu. Deswegen haben wir jetzt ein großes Problem. Wir müssen alle 5 Kilometer anhalten, Wasser nachfüllen und bis zu der nächsten Großstadt fahren. Nee, es war leer. War komplett leer wieder. Oh Mann. Also Leute, wir sehen uns in 2 Monaten in Deutschland. In diesem Tempo. Das Wasser läuft raus. Ich weiß. Das läuft komplett hier durch. Wir müssen füllen, schnell weiterfahren. Nee, warum ist warm jetzt? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt was sieht. Es läuft und läuft. Ja, unser nächstes Problem. Wo kriegen wir jetzt noch mehr Wasser? Weil das Auto jetzt jede Menge Wasser schluckt. Unsere beiden Tanks, 40 Liter, sind bald leer. Jetzt ist schwierig, hier irgendwo nirgendwo Wasser zu finden. Mein Vater ist auch hier. Ja. Ist cool. Das ist ein Gott, ja. So, unser Bus geht jetzt auf die Bühne. Wasserspur. Die Wasserspur, die unser Auto hinterlassen hat. Zufälligerweise ein Auto angehalten und das war eine Mechaniker. Mehr Glück kann man nicht haben, gell? Ja. Und dann muss seine Werkstatt gefragt. Und hat sogar eine große Bühne gestellt und ja. Die gucken jetzt gerade. Ja, die brauchen jetzt eine Stunde ungefähr. Ja, was kaputt ist, hier geben wir schon
was zu trinken, ein schönes Eis für Anna nehmen. Oder Anna, willst du Eis haben? Ja. Hä? Ja. Und dann gucken wir weiter. Ja. Das ist ein Frosch, aber der lebt nicht mehr. Der ist ausgetrocknet. Der Arme. Der ist voll ausgetrocknet, eine Mumie. In Italien ist es zu heiß. Ja. Einfach viel zu heiß. Oh je. Hat das nicht bis zu einem Teich geschafft, Anna. Du Arme. So, wir sind jetzt in einer Pizzeria in Frankfurt am Main. Nee, nicht in Frankfurt, aber am Main. Und gehen was trinken. Wir verbringen jetzt die Zeit in einer Bar mit Billardspielen. Und los. Fast. Oh. Ich habe zwei Punkte. Super. Sehr gut, Nasti. So, wir werden abgeschleppt. Nein, ich bin gar nicht froh. Guten Morgen. Was war das für ein verrückter Tag gestern? Oh, das war wirklich nicht einfach. Wir sind von Werkstatt zu Werkstatt gefahren, alle 3 bis 5 Kilometer Wasser nachgefüllt. Ja, und was haben wir gekriegt? In jeder Werkstatt eine Absage. In der ersten Werkstatt haben die gesagt, die haben bis Anfang September überhaupt keine Termine frei, alles voll. Die nächste Werkstatt hat gesagt, ab morgen sind die im Urlaub und in der Kürze der Zeit schaffen sie das nicht zu reparieren. So, in der dritten hatten die überhaupt keine Möglichkeit, um den Bus hochzuheben. Die vierte Werkstatt hat dann den Bus auf die Bühne gestellt und hat uns mindestens schon mal das Problem erklärt. Es ist wohl ein Roh durchgerostet. Da ist wahrscheinlich durch einen Steinschlag ein Loch entstanden und da fließt jetzt das ganze Wasser raus, beziehungsweise Kühlflüssigkeit. Ja, jetzt blieb uns nichts anderes übrig, als ADAC zu rufen. Und somit wurden wir abgeschleppt in die Werkstatt, die ungefähr 40 Kilometer entfernt ist. Wir müssen Taxi nehmen und wurden in ein Hotel gefahren, der in der Nähe der Werkstatt ist. Jetzt haben wir hier übernachtet und warten auf einen Anruf. Das Problem ist, hier in Italien ist ab morgen alles dicht. Es ist ein Feiertag und alle schließen. Das heißt, es muss schon heute eine Lösung gefunden werden, das Rohr ausgetauscht oder abgedichtet, was auch immer. Es muss repariert werden, da wir ansonsten hier feststecken. Ja, nächste Woche ist alles zu in Italien. Alles feiert, ein großer religiöser Feiertag und heute reisen schon alle ab und machen alles dicht. Deswegen hoffen wir sehr, dass das Problem gelöst wird heute, dass diese Werkstatt genau uns weiterhelfen kann. Schmeckt es dir? Heute gab es mal richtiges Frühstück im Hotel. Hotelfrühstück. Hotelfrühstück, genau. Wir konnten uns gerade stärken, hatten ein leckeres Frühstück und packen jetzt unsere Sachen wieder zusammen, weil wir das Zimmer verlassen müssen, weil wir nicht wissen, ob das Auto heute fertig wird oder nicht. Deshalb müssen wir das Hotel verlassen. So, wir machen uns jetzt Abfahrt bereit.
warten jetzt hier auf den Bus und müssen erstmal in die Großstadt und dann in die Werkstatt. Eieiei, was für ein Abenteuer. Ja. Meine Haare sind gekämmt, endlich. Ja, aber endlich haben wir Anna die Haare gekämmt, in Ruhe. Wir hatten ja heute Zeit im Hotel. Hast du bezahlt? 4 Euro pro Ticket, 1,5 Stunden. Wow. Ah, okay, das ist ja nett. Das ist sehr nett von ihm, dass er uns noch weiterbringt bis zu dem nächsten Bus, wo wir umsteigen müssen. Ja, der hat uns jetzt erklärt, welchen Bus wir nehmen müssen, um in diesen Dorf zu gelangen. Der Fahrer, ganz freundlich. Das arme Kind komplett zerstochen. Wir waren gestern ein gefundenes Futter, gestern Abend, für die ganzen Moskitos. Weil wir so lange draußen standen. Wir standen gestern Abend in der Nähe von der 4. Werkstatt und haben auf ADAC gewartet, beziehungsweise auf den hiesigen Abschleppdienst. Ganzen Abend von 6:30 bis 10:30. Also 9:30 kam ADAC und hat uns dann Taxi gerufen. Beziehungsweise der hat versucht, ein Taxi zu rufen. Es war schon ziemlich spät und dieser Dorf war sehr abseits, deswegen konnte man nicht so schnell Taxi finden. Dann auf Taxi noch gewartet bis um 10:30. Mitternacht. Ja, um Mitternacht waren wir dann im Hotel. Und weil es abends die ganzen Mücken rauskommen, wurden wir komplett zerstochen. Ich bin sogar im Gesicht zerstochen. Überall, ne? Eieiei. Ja. Leider. Sehr schön. Schade, kann man nicht so oft wieder umsteigen. Was bedeutet das? Was schwierig ist? Das ist, wenn du das legst, dann bist du nochmal dran. Wer gewinnt? Konzert hier. So.
So, wir haben den Standort gewechselt und befinden uns jetzt im Dschungel. Schöne Bambus, Bäume oder was das ist. Die sind bestimmt 10 Meter hoch. Oh, Anna, da sind Kaninchen. Wir haben durch Zufall eine Ferienwohnung in der Nähe von der Werkstatt gefunden. Hier bleiben wir heute Nacht. So, es ist inzwischen 4 Uhr und wir haben uns gerade Mittagessen gemacht, weil vorher waren wir in der Werkstatt. Was ist das für Käse? Was ist das für Käse? Schaf. Schafskäse. Haben Schaf. Wir nicht. Genau, deswegen. Okay. Ja, oh wow. So viele Kätzchen hier. Wir haben heute Nudeln mit Sardellen, Oliven, Kapern, Tomaten und Schafskäse. Hast du gesehen die Pute, Anna? Schnell weg, schnell weg! Morgen. Das war gestern wieder ein actionreicher Tag. Als wir ausgecheckt haben vom Hotel, haben wir den Bus genommen nach Treviso. Von Treviso den nächsten Bus in die Stadt, wo die Werkstatt ist. Da war allerdings 3 Kilometer vor der Werkstatt Endstation. Das heißt, wir mussten in der Mittagszone zu der Werkstatt zu Fuß latschen. Es waren fast 3 Kilometer. Und ja, als wir dort angekommen sind, hieß es natürlich erstmal Siesta. Da mussten wir noch eine Stunde warten, bis jemand überhaupt da war. Und dann die Hiobsbotschaft. Unser Van muss da bleiben. Und zwar für mindestens 5 Tage. Wie bereits gesagt, in Italien ist jetzt ein großer religiöser Feiertag nächste Woche. Montag bis Mittwoch ist alles dicht und die Teile kommen erst am Donnerstag. Das Auto, also der Van wird erst am Donnerstag bzw. Freitag repariert. Entweder sitzen wir jetzt hier eine Woche fest oder wir treten den Weg nach Hause. Wir haben uns schon informiert, die Versicherung übernimmt die Zugfahrt nach Hause sowie die Hotelkosten. Ja, heute stehen wir hier auf einem Bauernhof. Es ist alles schön und gut. Also fürs Kind ist das natürlich schön hier und interessant. Für uns weniger interessant, weil wir müssen heute den Zug nach Deutschland nehmen und wir wissen nicht, was uns alles erwartet. Die Fahrt dauert, um 9 Uhr haben wir jetzt Taxi gerufen, um 10.30 Uhr ist der erste Zug mit 3 oder 4 Mal umsteigen. Also insgesamt dauert die Fahrt 14 Stunden. Ja, mit Sack und Pack. Wir können natürlich nicht alles mitnehmen aus unserem Van. Das heißt,
müssen wir alles da lassen, unser halber Haushalt. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der eine liegt da, die anderen sind im Bau. Badet sich im Sand. Wei, 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 wie viele? 1, 2, 3 im Gänsemarsch. Ja. Mama, zähl mal alle Gänse. Nö. Na, guck mal, die reden mit Papa. Papa! Was findet ihr so lustig? Uiuiui, sie ist gestolpert. An dieser Stelle und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst einen Kommentar da und einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.